Heute besuche ich den Kirchenhof in Königshofhausen. Der Kirchenhof hat sich seinen Namen allein schon wegen den täglich frischen Torten und Kuchen gemacht. Königshofhausen liegt im Kaiserstuhl, ca. 32 km nordwestlich von Freiburg im Breisgau. Der Kirchenhof mit seinem Kirchencafé und dem Wohnmobilgarten liegt außerhalb der Ortschaft Königshofhausen im flachen Gelände, umhüllt von Baumschulen, Ackerbau, gedeckten Erdbeerfeldern, Apfel, Birnen und natürlich Kirschenbäume. Der Wohnmobilgarten bietet Platz für über 50 Reisemobile. Wenn man ankommt, sucht man sich eine freie Stellfläche aus. Die Parzellen sind in zwei Flächen geteilt. Ein Teil ist Schotter und ein Teil Wiese. Die Parzellen sind großzügig bemessen, nummeriert und es wird gewünscht, dass alle Mobile vorwärts einparken. Jeder sucht sich sein Plätzchen aus. Strom gibt es für alle Stellflächen. Teilweise hat es Kombisäulen mit Strom- und Wasseranschlüssen und einem Grauwasserabfluss. Die Entsorgung ist mit einem Bodeneinlass und einer Kassettenausschüttstation ausgestattet. Sollte der eigentliche Wohnmobilgarten besetzt sein, gibt es noch die Möglichkeit, das Wohnmobil auf die Ausweichfläche zu stellen. Das Café ist niedlich und man fühlt sich darin wohl. Die Wohnmobilgäste melden sich an der Theke an. Es werden Produkte aus der Region angeboten und eine Eiskarte wartet schon auf euch. Wenn dann aber das Café geöffnet ist, schwärmen die Radfahrer und Spaziergänger zum Kirchencafé. Der Kirchenhof hat sich seinen Namen allein schon wegen den täglich frischen Torten und Kuchen gemacht. Rund um den Kaiserstuhl gibt es viel zu erleben. Infomaterial liegt beim Eingang bereit. Das Gästebuch verrät mir viel Lob dem Personal und den Leckereien. Es gibt sogar Gäste, die drohen, wiederzukommen. Der Kirchenhof liegt direkt am Badischen Weinradweg und verspricht eine tolle Fahrradroute querfeldein und in die Rebberge. Den Abend verbringt man wieder beim Wohnmobilgarten. Schön war es. Darum, wir sehen uns beim Kirchenhof. Wir waren schon da.